Heute, meine Damen und Herren, kommen wir zu Ihnen nach Hause, wenn auch mit digitaler Technik, und wir wünschen Ihnen einen guten Sonntag. Heute am Beginn der diesjährigen Woche der Brüderlichkeit, den wir zusammen mit Ihnen begehen wollen. Wir, das sind die Künstler, die zu uns gekommen sind, um diese Feier, die aus Gründen der Corona-Pandemie und der dafür geltenden Vorsichtsregeln online zu Ihnen nach Hause kommt, zu gestalten. Katharina Fest, Gesangslehrerin an der Musikschule des Emslandes, Kirchenmusikdirektor im Unruhezustand und Pianist Joachim Diedrichs, jetzt Münster, die Lingener Künstlerin, Malerin Heidemarie Albers und der IT-Kameraexperte und Studienleiter Michael Brendel vom Ludwig-Windhorst-Haus, in dem wir, das Forum Juden-Christen, Altkreis Lingen, auch heute wieder zu Gast sein dürfen. Mein Name ist Heribert Lange und mir kommt heute die Ehre zu, Sie alle aus dem Forum Juden-Christen, die Freundinnen und Freunde, Besucherinnen und Besucher der Lehrhausgespräche, die Freundinnen und Freunde des Forums, unserer Förderer bei der Stadt Lingen, beim Landkreis Emsland, der Alexander Wisniewski Stiftung sowie des Ludwig-Windhorst-Hauses und alle weiteren Gönnerinnen und Gönner und Interessierte aufs Herzlichste zu begrüßen und Ihnen allen zu danken. Woche der Brüderlichkeit. Ein Begriff, nein, eine Institution, die es in Amerika schon in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab und in den anderen Ländern Europas ebenfalls. In der Bundesrepublik Deutschland wurde sie 1952 vom damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss erstmals proklamiert und damals in Wiesbaden eröffnet. In diesem Jahr fand die Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit, bei der immer neu unsere gemeinsame Aufgabe und Arbeit für Verständnis, Versöhnung, wechselseitige Achtung, ein friedliches Miteinander und für Dialog und Kooperation im gesellschaftlichen Diskurs in den Blick der Öffentlichkeit gerückt wird. In diesem Jahr fand diese Eröffnung bereits gestern schon in Stuttgart statt. Und ihr diesjähriges Motto lautet nach Sprüche 31,8: Tu deinen Mund auf für die anderen. Wir dachten, dass wir diesen Spruch doch getrost wörtlich verstehen und an Geist und Kultur und Kunst des Judentums erinnern und diese würdigen könnten, wenn wir an diesem besonderen Tag die wunderbare Literatin und Poetin Mascha Kaleko für sie zur Sprache bringen. Ihre Texte, ihre Lyrik, die Musik, die dazu geschrieben wurde und die Annäherung an die große, tapfere, jüdische Kunstschaffende mit Heidemarie Albers gemalten Bildern. Hindurch hat es geregnet, mir ahnte viel, der Tag fängt nicht gut an. Um Mittag kam vom Steueramt der Mann, und dann am Abend bin ich dir begegnet. Ich hätte dich beinahe nicht erkannt. Du hast dich sehr verändert in den Jahren. Auch ich hab zwischendurch sehr viel erfahren. Mein Optimismus trat in Ruhestand. Was ich so treibe? Nicht sehr viel. Man trottet so.
so nach und nach sein kleines Pensum ab. Und meine Träume habe ich eingemottet. Ich wuchs heraus, nun sind sie mir zu knapp. Du fragst so viel, ob ich jetzt glücklich sei, ob ich verliebt sei, wie es sonst mir ginge. Ich frage nichts, dein Blick sagt mancherlei. Es war einmal, doch das sind tote Dinge. Heut bist du Prokurist und hast zwei Kinder. Dein Lebenswandel ist korrekt banal. Du hattest eins ein anderes Ideal. Scheint vernünftig und gesünder. Ich sehe dich, vergangene schöne Jahre, und wie die Zeit uns durch die Finger rinnt. Auch ich bin längst nicht mehr das große Kind. Ich glaube nicht mehr an das Wunderbare. Übrig blieb von unseren großen Zielen, ist jetzt Gerümpel und nicht aktuell. Ich denk an Gottes sogenannte Mühlen, sie mahlen doch zuweilen ziemlich schnell. Wer war Mascha Kalecko, die 1907 im damaligen KOK-Reich Österreich-Ungarn in Galizien geboren wurde? Nun, sie war das Kind jüdischer Eltern und kam, weil ihre Mutter weiteren Pogromen gegen Juden entgehen wollte, 1914 zusammen mit ihrer Schwester und den Eltern nach Deutschland, wo ihr russischer Vater in Frankfurt als feindlicher Ausländer sogleich interniert wurde. Später fand die Familie in Berlin ein Zuhause und in Berlin absolvierte die Tochter Mascha dann auch Schule, Ausbildung und Studium. Aber nicht ganz ohne Hindernisse, denn sie befand sich bereits in der Ausbildung zur Sozialfürsorgerin, als sie parallel dazu an der Lessing-Hochschule, aber auch an der heutigen Humboldt-Universität die Fächer Psychologie und Philosophie studierte. 1928 heiratete sie ihren Hebräischlehrer, Saul Aaron Kalecko, und fand schon bald, vor allem aber wohl nach der Veröffentlichung ihrer ersten Kabarettgedichte, Eingang in die Welt der künstlerischen Avantgarde, die dort im romanischen Café versammelt war und zu der unter anderem Else Lasker-Schüler und Joachim Ringelnatz gehörten. Mit dem Künstlerkabarett und ihren von Edmund Nick und Günter Neumann vertonten Texten und Gedichten wurde sie im Rundfunk bekannt. Und bekannte und große Namen wie zum Beispiel Claire Waldoff waren ihre Interpretinnen. Sowohl ihr noch 1933 publiziertes lyrisches Stenogrammheft als auch ihre Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinschaft müssen den Nazis bis dahin noch entgangen sein, denn bei der von Goebbels inszenierten Bücherverbrennung 1933 war Mascha Kalecko noch nicht dabei. Mit ihrem zweiten Ehemann, dem Musikwissenschaftler Cemio Vinarver, bekam sie einen Sohn, den sie im späteren Exil in den USA, wohin die Familie im September 1938 noch mit knapper Not entkommen konnte, Steven nannte. Aber mit ihren deutschen Texten, auch dem 1934 noch erschienenen »Das kleine Lesebuch für Große«, konnte sie in den fremdsprachigen USA unglücklicherweise nicht erfolgreich reüssieren.
Obwohl die ihren Werken von den Nazis inzwischen erteilte Benotung als schädliche und unerwünschte Schriften im Exil als Gütesiegel galt. Sie schrieb sodann überwiegend und um ihre Familie durchzubringen Reklametexte, wofür sie aber aufgrund eines an der Reimann-Schule für Werbungs- und Publicity-Schreiben noch 1933/34 absolvierten Studiums auch bestens vorbereitet war. Gegen Ende des Kriegs erschienen ihre einschlägigen deutschen Texte auch in den deutschsprachigen Exilzeitschriften in den USA, zum Beispiel der Zeitung Aufbau. Und schon bald danach fand sie nach Wiederauflage ihrer bekanntesten Titel und Werke auch in Deutschland wieder ein größeres Lesepublikum. Darüber glücklich und davon ermuntert, kehrte sie 1957 nach Deutschland zurück, wo ihr nur wenige Jahre später in einer ganz offensichtlich vordergründigen Wiedergutmachungsinszenierung und mit der scheinheiligen Attitüde der Versöhnung der Fontane-Preis der Akademie der Wissenschaften angetragen wurde, also 1960. Nachdem sie aber begriffen hatte, dass in der Fontane-Preis-Jury auch noch alte und bestens aus früheren Kulturkampfzeiten bekannte SS-Kader das Sagen hatten, lehnte sie dankend ab und packte schon bald erneut, aber auch ihrem Mann zuliebe, die Koffer, um nach Israel auszuwandern, wo sie sich jedoch sprachlich hilflos und kulturell isoliert fühlte. Es kam der Tod ihres hochbegabten Musikersohns 1968 und 1973 auch der Tod ihres Mannes hinzu. Ihre Trauer darum und ihre Verzweiflung darüber sollten sich danach als eine ihr weiteres Leben bestimmende und belastende Bürde erweisen. Vielleicht stammen aus diesen, vielleicht auch aus anderen Tagen die gar nicht fröhlichen und auch nicht heiteren Verse, die auch ich schon des Öfteren gelesen habe. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tod derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr. Und die es trugen, mögen mir vergeben, bedenkt. Den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Nach einem letzten Vortrag, den Mascha Kalecko 1974 bereits schwer krank in Berlin gehalten hatte, hat sie noch einmal erwogen, nach Deutschland zurückzukehren. Aber auf einem Zwischenhalt in ihrer Rückreise nach Jerusalem starb sie am 21. Januar 1975 in Zürich an einem Krebsleiden. Monoton. Am letzten Sonntag waren es 2 Wochen. Kein Brief, kein Gruß, kein Wort am Telefon. Was habe ich denn so Furchtbares verbrochen? Wir sprachen, wie das so im Leben sei und ob es mit uns beiden wohl so bliebe. Ich sagte nur, ich glaube nicht an Liebe. Zupften sie an ihren Schlips und Kragen. Das tun sie immer, wenn sie was erregt. Dann wollten sie zuerst noch etwas sagen. Das haben sie sich rasch noch überlegt. Und mittendrin beim schönsten Wortgefecht, da ließen sie mich ohne Antwort stehen und sich bis heute überhaupt nicht sehen. Und das mit Recht. Jetzt
viel nur noch zum Thema Lebensglück. Willst du verstehen, bleibt alles wie gewesen. Sonst aber selbst, wenn du ihn nicht gelesen, erbitte den Hamsung, ich bald zurück. Sozusagen grundlos vergnügt. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen, dass Amseln flöten und das Immen summen, dass Mücken stechen und das Brummer brummen, dass rote Luftballons ins Blaue steigen, dass Spatzen schwatzen und Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter, gefällt mir wohl, da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen, es ist nicht alles mit dem Kopf zu verstehen. Ich freue mich, das ist des Lebens Sinn. Ich freue mich, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt. An solchen Tagen erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne, dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich mich freue. Alle Blumen, die ich dich zu grüßen gesehen.
spät, denn nun kommst du um einige Jahre zu spät. Und es wird nie mehr so, wie es war. Sozusagen grundlos vergnügt. Danke, Herr Dr. Lange, dass Sie das Leben der von mir verehrten Mascha Kaleko so eindrucksvoll dargestellt haben. Meine verehrten Damen und Herren, in den 80er und 90er Jahren belegte ich in der Kunstschule Lingen unter anderem das Angebot Literatur und Malerei. Hier begegnete ich den Gedichten von Hilde Domin, Rose Ausländer, Mascha Kaleko und vielen anderen Lyrikerinnen und Lyrikern, die mich nie wieder losließen. Das Wort, das Gedicht als Quelle der Inspiration für die Bildgestaltung zu nehmen, ist für mich ein nicht wegzudenkender schöpferischer Vorgang. Natürlich auch, um mich an den wunderbaren Wortgebilden der Poeten zu erfreuen, dem Tag einen besonderen Klang zu geben. Das Gedicht sozusagen grundlos vergnügt begleitet mich schon seit vielen Jahren, eignet sich ausgezeichnet dafür, auch meinem Leben Richtung zu geben. Es spiegelt die Grundlage meiner Malerei wieder, denn meine Bilder möchten eine positive Ausstrahlung auf den Betrachter haben, sollen Heiterkeit und Frieden ausstrahlen. Anfang letzten Jahres machte ich dieses Gedicht zu meinem Jahresprojekt, Bildwerke dieser Gedankenwelt zuzuordnen, als Inspirationsquelle zu nehmen, um es zum Schluss in einem Fotobuch für mich zu dokumentieren. Einer Auftragsarbeit Größe 120-160 gab ich diesen Titel. Es hängt heute in einer Zahnarztpraxis und verbreitet dort hoffentlich immer noch gute Laune bei manchmal schmerzhaften, also nicht so heiterem Spiel.
Was hat mich so nachhaltig bewogen, an diesem Gedicht festzuhalten? War es die wunderbar positive, heitere Ausstrahlung dieser Verse? Sozusagen grundlos vergnügt. Das kommt so leise daher. Wer ist denn schon grundlos vergnügt? Bei manchen Menschen finde ich es. Sie sind so positiv in ihrer Grundhaltung zum Leben, ohne leichtfertig zu sein, dass ich es mit dieser Metapher belegen möchte. Sie schenken der positiven Seite der Medaille ihre Aufmerksamkeit, ohne die negative zu ignorieren. Es tut gut, solchen Menschen zu begegnen. War die junge, schöne, talentierte, sensible, humorvolle, melancholische, so wunderbar leicht reimende Dichterin Mascha aus dem romanischen Café, wie der Tagesspiegel einst schrieb, noch so ein fröhlicher Mensch, der sie mit den Spatzen schwatzen ließ und die den Mond austrinken konnte? Zumindest in diesen leuchtenden Jahren, denn sie schwebte auf einer Woge des Erfolgs. Sozusagen grundlos vergnügt, dieses Gedicht wird dem Jahr 1930 zugeordnet. Es beginnt mit den Worten: Ich freue mich. Schon diese drei Worte begleiten mich, wenn ich meine Tasche packe und mich auf den Weg ins Atelier mache. Dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ja, das Wetter ist jetzt erste Inspiration. Ist der Himmel blau mit weißen, ruhigen Wolken? Stürmt es, jagen sie in schnellem Formwechsel über mich hinweg? Friert es, entstehen Zauberblumen auf den Pfützen, auf den stillen Wassern? Schneit es sogar, liegt das Wunder vor mir in Form einer völlig veränderten Landschaft, einem verzauberten Garten. Alles wird so leise. Jetzt ist es Zeit, weiße Bilder zu malen, mit wenigen Strichen völlig abstrakt. Der Stimmung entsprechend Musik dazu erklingen lassen, leise, sphärisch. Dann freue ich mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne, wie es Mascha Kalecko in ihrem Gedicht so treffend beschreibt. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen, dass Amseln flöten und Immen summen, dass Mücken stechen und Brummer brummen, dass rote Luftballons ins Blaue steigen, dass Spatzen schwatzen, dass Fische schweigen. Das ist Inspiration pur für mich. Jetzt heißt es, die Farben des Frühlings einzufangen. Der Pinsel saust und tanzt über die Leinwand, übers Papier. French-Café-Musik erklingt. Das trägt mich durch viele Stunden im Atelier. Die Zeit verfliegt. Wo bin ich? Alles fließt ineinander. Die Farbe, das Wort und auch ich. Mascha lässt den roten Luftballon in des Himmels Blau entschweben. Erinnerungen an die vielen gemalten und ungemalten Bilder meines Lebens. Die besuchten Ausstellungen, die mich so bereichernden Fortbildungen. Alles durchflutet, erfüllt und durchdringt mich ganz. Ich freue mich. Ja, ja, wie es Mascha schreibt. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Dass Herbst dem Sommer folgt und Lent dem Winter, gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen, es ist nicht alles mit dem Kopf zu verstehen. Ich freue mich, das ist des Lebens Sinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. Denn das Leben gibt auch mir die Aufgabe, mit manch Problemen, Krankheit, Tod und Trauer umzugehen. Wie es in der Vita von Mascha Kalecko so beklemmend eindrucksvoll nachzulesen ist. Höre ich Nachrichten, lese Zeitungen von Katastrophen, Corona, Rassismus, Krieg und Anschlägen wird berichtet, vom Hass, der zu Mord und Totschlag führt.
Auch Vertreibung und Hunger in der Welt betrüben mich sehr. Da muss ich recht aufpassen, dass ich nicht auch untergehe. Dann hilft mir die Malerei als guter Rat. Lass schöne Musik dich umgeben und greif zu den Farben, hell und klar. Sterne und Monde, auch Bäume lass schweben, freche Weiber in rotzigem Pinselgebar auf Leinwand und Papier jetzt streben. Es fetzt die Musik, male wie in Trance. Verliere ich etwa die Lebensbalance? Nein, ich nutze nur noch die Zeit, die mir bleibt. Erkenne wohl, er ist nicht mehr weit, der Weg, den ich täglich zu den Farben, den tanzenden Träumen gehe. Er hat langsam einen. In mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt. An solchen Tagen erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, weil ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne, dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich mich freue. Gebrauchslyrik. Als solche wurde Mascha Kalekos Gedichte hier und da etwas von oben herab abgestempelt. Gebrauchslyrik einverstanden. Ich brauche sie zum Leben, schreibt Gisela Zoch-Westphal in ihrem Vorwort zu dem Buch Die paar leuchtenden Jahre. Ihr vertraute Mascha Kalecko ihren Nachlass an. Ja, auch ich brauche sie, die Gebrauchslyrik, zum Leben, zum Malen und um mich in dieser Zeit wohlzufühlen. Danke, Mascha, für dieses Gedicht und alle anderen. Danke, Mascha Kalecko, für den Zauber deiner Worte, in denen zwischen den Zeilen deine hoffnungslose Heimatlosigkeit und Trauer um die Temps perdue wie ein Wasserzeichen lesbar wird. Danke, Mascha Kalecko. Danke, danke. Vielen, vielen Dank Ihnen zu Hause, die sich zugeschaltet haben und vor allem auch dafür, dass Sie es bis jetzt bei uns ausgehalten haben. Denn unsere Botschaft ist und bleibt ja immer dieselbe, die der Humanität und der Menschenwürde, vor allem der Achtung der Menschenwürde gegenüber jedermann in der Welt. Heute zur Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit wollten wir Ihnen dazu Mascha Kalecko vorstellen, ihren Geist, ihr Gemüt, ihre Zuversicht, ihren Lebensmut und ihre wunderschöne, überaus farbige und facettenreiche Poesie. Dabei hat uns Heidemarie Albers geholfen, die uns ihr Verständnis vom Werk Mascha Kalekos vorgetragen, mit viel Herz erklärt und ihre vom Geist der jüdischen Poetin inspirierten, lebendigen, farbenreichen und stimmungsvollen Bilder vorgestellt hat. Liebe Frau Albers, wir danken Ihnen dafür sehr, sehr herzlich. Ebenso herzlich danke ich Katharina Fest und Joachim Dietrichs für ihren gemeinsamen Liedvortrag der Kalecko-Texte, die vortrefflich und mit makellosem Klang dargeboten uns mitten ins Herz trafen. Die einen auf diese, die anderen auf andere Weise. Vielen Dank für eure Anstrengung und die angesichts Corona doch mühseligen Vorbereitungen. Sie haben sich sehr gelohnt für das Gedenken und die Erinnerung an Mascha Kalecko und nicht weniger für uns alle, die euch hören konnten. Wir sind sehr glücklich, dass ihr nicht aufgegeben habt. Und genauso danke ich dem Mann hinter dem magischen Auge, der dies alles für Sie vorbereitet, sortiert und eingetütet hat und ihn heute nach Hause schickt, Michael Brendel. Die einzige Flasche Wein, die ich mitgebracht habe, ist trotz heftiger Bedenken wegen der Fastenzeit für Sie.
Herzlichen Dank Ihnen und allen guten Geistern des Ludwig-Windthorst-Hauses, die dabei waren und mitgeholfen haben. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, noch einen schönen Abend und Ihre aller Wohlergehen. Auf Wiedersehen. Sowas kann ich auf den Tod nicht sehen.